This could be Dies ist vielleicht die erste Generation, die nicht so alt wird wie ihre Eltern. Ich muss 2 Pillen gegen Diabetes nehmen, eine gegen Cholesterin und eine gegen den hohen Blutdruck. Außerdem muss ich Bayetta spritzen. Ich zitterte und mir war übel. Die Diagnose lautete Bluthochdruck und Diabetes. Fettleibigkeit, Diabetes und Herzleiden werden oft durch falsche Ernährung verursacht und kosten uns jedes Jahr 120 Milliarden Dollar. Die Ärzte sagten, als Krebspatientin müssen Sie sich schonen. Mein Arzt sagte mir, ich würde bald sterben. Herzerkrankungen sind zahnlose Tiger. Es müsste sie gar nicht geben. Einwanderer aus Asien hatten weder Herzprobleme noch bestimmte Krebsarten, rheumatoide Arthritis oder Multiple Sklerose. Das ist ein Atlas der Krebstodesfälle in China. Anders als im Westen aß man dort weder Milchprodukte noch Fleisch. Wir konnten das Krebswachstum beschleunigen oder stoppen, je nach Proteinzufuhr. Nun war mir klar, was die meisten Leiden verursacht. Die Behörden ignorieren das. Sie möchten den Status quo beibehalten. Unsere Ernährung führt dazu, dass jedes Jahr 500.000 Amerikanern die Brust geöffnet wird. Manche Leute würden das extrem nennen. Ich kenne keine Therapie, die nur annähernd so wirkungsvoll ist wie eine rein pflanzliche Ernährung. Wer glaubt, Gesundheit hinge nur von den Genen ab, ist ein hilfloses Opfer. Mein Diabetes ist endgültig geheilt. Es hat mein Leben verändert. Ernährung ist viel wichtiger, als man gedacht hatte. Die Antwort ist beinahe verboten simpel. Die Menschen müssen Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen und anfangen, mehr pflanzliche Kost zu essen. Das ist auch schon alles. Ist das simpel?